Drachenwurzel, Sonnenkraut. Wolfskraut. Flammenbe. Oh, da können wir wieder. Haben wir wieder ein bisschen was für unseren Mana-Haushalt. Nach einer Waldbeere. Wie viel brauchen wir noch? Ja, okay, gut, noch 2000. Wir sind schon Stufe 20. Okay. Genau, zur Mühle. Oh, ne. Wir müssen einmal außen rumlaufen. Sorry. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Mal gucken. Mal gucken, ob uns noch irgendjemand zu irgendetwas zwingt. So, hi. Ich habe hier Felle von den Jägern. Gut. Her damit. Hier ist das Gold dafür. 1500 Goldmünzen. Bring das Gold den Jägern. Aber trödel nicht damit herum. Sonst werden sie sauer. Mhm. Zeig mir. Hast du irgendwas? Du hast 10 davon. Das ist schon mal nicht schlecht. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Die Bolzen kannst du alle haben. Die Klingenbolzen kannst du alle haben. Das kannst du haben. Hier. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Die Verwandlungsdinger kannst du haben. Die Fackeln kannst du alle haben. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Goldausgleich. Die Abfahrt. Super, danke. Haben wir wieder ein bisschen Gold bekommen. Wir haben knapp 30.000. Gut, jetzt kommt noch ein bisschen Gold an die zu den Jägern. Und dann hat sich's. Ich sag da nichts zu. Dann haben wir wieder ordentlich was geklärt. Was brauchen wir noch? Ja, noch 1,5. Kann sein, dass sich das eh gleich klärt, wenn wir bei denen sind. Ups. Jux. Was? Er hier. Ich habe eure Fellkisten bei Givers abgegeben. Prima. Du bist zu was zu gebrauchen. Und jetzt gib mir das Gold von Givers. Hier hast du volle 1500 Goldmünzen. Ein ehrlicher Mann. Was sagt man dazu? Hier bekommst du deinen Anteil. Na, nett von dir. Und ein Level Up. Danke. Hast du noch was für mich? Für so einen ehrlichen Mann? Selbstverständlich. Ich kann dich das Jagen lehren. Ah, cool. Zeig. Also, da haben wir ja eigentlich alles weggehandelt. Das... meine lieben Freunde, das ist super. Was bist du denn? Ein Nashorn. Das töten wir nicht. Nashörner sind süß. Gut. Stufe 21. Mit 22 Lernpunkten. Ich bin noch zwiegespalten. Mana, Generation. 200 benötigt das altes Wissen. Okay, dann würde ich sagen, altes Wissen holen, ha? Huh? Das machen wir jetzt, komm. Oh, wir könnten dann hier die Ork-Patrouillen töten. Ich meine, wie viel altes Wissen hätten wir dann? 80. Ist ja schon mal nicht schlecht. Zwar können wir noch nicht Meteorit, aber wir können schon mal etwas. So. Hey. Bringen wir. So, altes Wissen. Ne. Gut so. Gut so. Gut. Gut. Okay. Damit. Oh, wir könnten eigentlich das immer so machen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Immer die zusätzlichen Lernpunkte in Mana verwandeln. Dann haben wir immer 4 Mana. Zusätzlich. Das ist eigentlich gar nicht mal so übel. Wie ich finde. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Ab dem nächsten Mal. So, wir haben hier noch ein, zwei Ork-Patrouillen umzunieten. Die eine Ork-Patrouille ist hier hinten irgendwo. Soweit ich es noch weiß.
wir auch noch nicht vernichtet. Wir haben hier irgendwo so ein beschissenes Lager. Ach nö. Da. Momata. Ja, toll. Hast du gut hinbekommen. Der Kampf wird nicht lange dauern. Aua. Aua. Okay. Neuen Mana-Trank. Sollte reichen. Ja, passt. Zwischen Redok und Ardea. Gibt uns ein bisschen Kohlen. Die Patrouillen, glaube ich, machen uns kein Problem soweit. Wenn wir sie töten. Also das gibt uns, glaube ich, keinen Malus oder so. Und wir finden Waffenbündel. Oh, nicht so schlecht. So, und dann gibt es noch den Hof. Machen wir so. Zups. Da sind wir da. Wir müssen eh nochmal schlafen kurz. Ich würde, wie gesagt, einfach nur Mana sparen. Oh, wir hätten Mana bei dem nochmal holen können, aber okay. So. Ich weiß nicht, bei wem wir uns da melden müssen. Ich glaube, das war der Kollege hier oben. Glaube ich. Die Truhe haben wir. Hier ist eine Waldbeere. Das war rechts. Kümmern wir uns drum. Okay. Einmal abspeichern. Eins, zwei, drei, eins. So, Topok ist tot. Und nimm das. Ruf bei den Rebellen hoch. So. Dann haben wir hier noch ein Teilchen. Dann haben wir hier noch was. Und dem da. Perfekt. Das gibt uns ordentlich Zasten. Oh, war hier eine Truhe? Ja, Heiltruhe. Was hast denn du drin? Einen Rohling. Schön. Super. Dann zurück nach Redok. Uns reicht Semana. Weiß nicht mehr mit dem. War das mit ihm? Die Ork-Patrouille vom Bauernhof ist tot. Innos sei Dank. Dieser Trupp hat mir ganz schöne Kopfschmerzen bereitet. Wie du das angestellt hast, will ich gar nicht wissen. Trotzdem, gut gemacht. Gekämpft? Hier hast du einen Anteil von unserem Gold, Fremdler. Die wandernde Ork-Patrouille ist zerschlagen. Sehr gut. Sie waren uns schon sehr nahe gekommen. Gute Arbeit. Hier ist dein Teil von unserem Gold. Gern geschehen. Zeig mir deine. So. Das können wir uns noch nicht holen. Dafür brauchen wir einfach. Noch nicht. Beweise erstmal, dass du es auch wert bist. Noch nicht. Nicht mal das. Beweise erstmal, dass du es auch wert bist. Okay. Will ich mir jetzt auch gar nicht holen, ehrlich gesagt. Das war gar nicht mein Ziel. Ich wollte nur gucken, was wir benötigen. Okay, hier ist jetzt erstmal nichts. Hier würde ich jetzt auch noch nichts verkaufen. Aber hier. Eins. Zwei. Das hier. Und noch einen davon. Ein Goldausgleich bitte. Und damit haben wir wieder 30.000. Das ist eine Zahl, mit der ich leben kann. So, jetzt würde ich nochmal Mana-Tränke holen. Wir haben noch nicht genug an Punkten. Ja, okay.
fehlt uns noch ein bisschen. Aber wir haben schon ordentlich was, mit dem wir rumhantieren können. Zeig mir. Ja, 23 Mana Trink. Oh Gott, ist das teuer. Naja. Ich meine, wir könnten uns auch. Oh. Dauerhaft, ne? Stärke, ne? Aber man könnte, wie gesagt, theoretisch aus Zauberwurzeln auch wieder was machen. Aber wie wir ja wissen. Oh, Moment. Moment. Haben wir noch was zu verkaufen? Ja, das die. Alles andere, was wir sonst noch so haben. Die beiden können wir verkaufen. Die würde ich eigentlich gerne anziehen. Und das ist Schutz vor Eis. Passt schon. Welche Ringe habe ich denn gerade an? Schuss, okay. Machen wir das da. Und die geben wir dann einfach ab. Und dann haben wir nochmal 20 Mana drauf. Also, ja. Kann weg, kann weg. Gib mir ein bisschen Gold, passt. Jetzt haben wir halt fast nochmal einen Schuss mehr. Ist okay. Okay. Dann kann ich die erstmal wegnehmen. So. Ich würde gleich eine kleine Pause machen. Fälle für Jens den Jäger. Haben wir jetzt auch nicht so viel. Die Burg von Faring, Jäger von Faring, da gibt es noch was. Feige Goblins in der Nacht. Jorik braucht Waffen, die kriegt er aber nicht. Anok soll erfahren, dass sein Bruder Inok in Silden. Okay. Mhm. Hier wäre noch ordentlich was zu machen. Und was ist das? Nemora, da waren wir zum Beispiel auch noch gar nicht. Und dann kommen hier unten ein paar Städte. Hier kommen ein paar Städte. Oder wollen wir erstmal Faring machen? Oh, ich bin so unentschlossen. Okay, hier ist nix. Achso, das Innoglass. Achso, das war, ja. Bei dem wissen wir es ja nicht. Töte den Stadtschaman. In die Berge, dort werden sie von. Töte sie alle fünf. Okay. Ich würde eigentlich gerne irgendwann Nemora mir holen. Gucken. Achso, wollen wir doch mal kurz in Ardea gucken, ob wir da noch irgendwas Interessantes haben? Ach ja. Da waren wir jetzt lange nicht mehr. Ah, okay, gut. Hier ist natürlich. Hier können wir nichts mehr klauen, ne? Wie viele haben wir denn von denen da? 11. Okay. Kann ich nur mit dir handeln, Hamler? Zeig. Du hast nur 6 Dietriche. Dankeschön. Nimm ich gerne. Was hat er für uns? Nichts. Ja gut, er hat halt zwei Hände und so weiter. Gut, dann. Wo könnten wir noch nach irgendwas gucken? Wollen wir in Silden erstmal alles fertig machen? Silden war ja relativ einfach. Tatsächlich. Also hier haben wir das schon durch. Hier haben wir das Lager. Wie viel fehlt uns denn noch in Silden, bis wir zum Chef kommen? Smentera. 48. Oh Gott, da brauchen wir aber echt noch viel. Okay, von dem bekommen wir nichts. Also nicht Schnagel, Kopenhagen. Können wir mit dir sprechen? Du hast 5 Mana-Tränke. Gib mal her. Gib mal her den Lex.
So, jetzt müssen wir aber in die Berge. Was sind denn hier die Berge? Ich könnte mir vorstellen, dass es in die Richtung ist. So. Dann gehen wir mal gucken. Ein Wildschwein. Noch ein Wildschwein. Die haben wir mal umgenietet. Das ist schon mal gut. Sonnenkraut. Ich würde mal die Pflänzchen nach vorne tun. Angefangen mit dem Schwächsten. Und dann mit dem hier. Dann mit dem hier. Das ist maximales Mana. Das ist das hier. Und dann haben wir noch ein bisschen Lebensenergie. So. Ach, guck mal. Da finden wir noch eine Zauberwurzel. Müder Rebell. Ähä. Hey, was schleichst du hier herum? Ich bin gekommen. Nein, entspann dich. Entspann dich. Ich sehe mich hier nur um. Du kannst nicht einfach hier herumstreuen, Kollege. Das ist gefährlich. Das glaube ich dir. Wer führt euch an? Unser Mann heißt Anok. Und er wird dir das Fell abziehen, wenn du uns Ärger machst. Ich weiß. Wo habt ihr euer Lager? Wir haben kein Lager hier vor dem Pass nach Nordmar. Wir haben den ganzen verdammten Wald besetzt. Und jeder Ork, der hier durch will, wird es bereuen. Aber wenn du unseren Anführer suchst, er hat seine Hütte weiter oben auf den Hügeln. Mhm. Danke für den Hinweis, Kumpel. Ist es dann hier lang? Oha. Ein Ripper. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sorry, dass ich die Probleme zu euch bringe. Aua. Ich hasse die Viecher. Okay, danke schön. Danke für eure Hilfe. Die sind ziemlich wuchtig, sagen wir es. Die sind gerne mal so einfach zu besiegen. Ah, das sind Rebellen. Okay. Die haben den ganzen Wald besetzt, sagen sie. Okay. Eine Haiwurzel. Aha. Moin. Da hinten ist was. Nur ein Rebell. Nur ein Rebell. Mana-Pflanze. Aber da... Ist das eine Hütte? Nein. Was ist das? Seltsamer Pilz. Gönnung. Okay. Moin, Mathias. Das wusste ich gar nicht, dass die hier so ein Lager haben. Das habe ich ganz verdrängt schon. Okay. Befreiter Sklave, befreiter Sklave, befreiter Sklave. Rebell, Rebell. Da oben ist unser Kumpel. Und danach legen wir uns hier kurz hin. Oh, Freemann. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die geflohenen Sklaven hier. Es werden immer mehr. Bald weiß ich gar nicht mehr, wohin mit ihnen. Okay. Was sind das für Flüchtlinge? Aus Silden fliehen in letzter Zeit immer mehr Sklaven in die Wälder hier oben. Sie sind verzweifelt und wissen nicht, wohin. Ich versuche ihnen, soweit es in unserer Macht steht, zu helfen und unterzubringen. Mhm. Lass uns über das Gold für die entlaufenden Sklaven reden. Wir sind alles arme Schweine hier oben. Ich kann dir nur 100 Goldmünzen pro Mann geben. Verstehe. Okay. Zeig mir deine Ware. Ah ja, das ist sexy. Ich nehme genügend mit, weil irgendwann werden wir sie benötigen. Ich weiß. Wo ist denn? Also das ist ja Freemann gewesen hier. Da hinten sind noch Leute. Ein normaler Rebell, 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 Rebell. Arno. Bist du hier der Anführer?
Ja, natürlich. Wonach sieht's denn sonst aus, Jungchen? Ihr habt eine Menge Krempel hier oben. Das ist alles Frachtgut der Orks aus Silden. Wir haben bisher jede Lieferung für Nordmar aufgehalten. Und so stapelt sich hier alles. Na, das ist schon mal gut. Schon mal darüber nachgedacht, Silden zu erobern? Nachgedacht? Wir haben schon oft die Vorposten der Orks angegriffen. Doch wir schaden den Orks mehr, wenn wir hier die Orks abfangen, die nach Silden wollen. Okay, das ist wohl wahr. Wie ist die Situation am Pass? Mir ist zu Ohren gekommen, dass wieder einige Orks versuchen, aus Nordmar nach Silden zu gelangen. Meine Späher haben eine Gruppe Orks oben am Pass gesichtet. Mir wäre wohler, wenn sie ihr Ziel nie erreichen. Oben am Pass, okay, gut. Silden braucht deine Hilfe. Verdammt, ich weiß. Was soll ich machen? Ich komme hier jetzt nicht weg. Geh zu meinem Bruder Inok und richte ihm aus, dass er sich ab jetzt um die nötigen Dinge kümmern muss. Gut. Zeig mir deine Ware. Dann würde ich sagen, gut, dann hat halt dein Bruder ein kleines Problemchen da unten, ne? Einfach mal ganz kurz dein Bett, Kollege. Ich hab da irgendwas, was mir da nicht so gut kommt. Och nö. Ich probier's mal damit. Ja, besser. Ist das dein Ernst? Ist eine Heilwurzel. Klar, warum nicht? Eine Waldbeere. Er hat gesagt, oben am Pass im Norden. Müsste es hier sein, ne? Ich meine, ich will die gerne vernichten, aber ich muss jetzt eine kleine Pause machen. Was sind das da? Scooter? Okay, cool. Ich würde sagen, dann sehen wir uns beim. Gleich wieder, gleich wieder. Na, bis gleich. Werte.